Willkommen wieder im Winterresort-Simulator Season 2 auf der Map Gletscherregion Felshorn zur 22. Episode. In der letzten Folge, da haben wir in unserem Let's Play hier die ganzen Anlagen begonnen zu garagieren und die hier auch schon fertig gemacht. Heute werden wir noch abschließen. Ich habe am Ende der letzten Folge schon mal kurz gesagt, was wir heute machen werden, nämlich erstmal hier die Achtersesselbahn anhalten. Die wird jetzt wahrscheinlich auch schon lange fertig sein. Und im Anschluss werden wir dann noch die 6er-Sesselbahn garagieren, den Dorfjet. Genau, weil dann hätten wir auch alles soweit erledigt. Fahren wir hier mit dem Shido nach unten. Und wir können ja dann gerade direkt von der Station runter und müssen nicht mehr oben durch, weil hier gibt es ja auch eine Talabfahrt. So, genau. Und, ja, hier ist der Abzweiger zur direkten Talabfahrt. Wir haben ja jetzt, ich mach mal die Zeitskalierung wieder raus. Wir haben schon 17 Uhr. Ups, vielleicht nicht neben die Piste gehen. Einige Zeit schon vergangen. Haben jetzt eine halbe Stunde etwa geschlossen, ja. Und wir haben ja noch ein bisschen länger offen gelassen. So, gehen wir hier mal ins Gebäude rein. So, und ja, da ist natürlich alles schon fertig. Machen wir hier aus. Licht im Bahnhof aus. Weiche ausschwenken und Beschickung rein und dann Anlage aus. So wie die Lichter. So, hätten wir hier auch Feierabend. Machen wir uns jetzt, wie gesagt, auf ins Tal. Steigen wir wieder hier ins Shido rein. Da läuft jetzt hier schon der Motor. Hier ist die schwarze Piste. Und tun wir dann alle in der nächsten Folge vermutlich auch präparieren oder ein Teil, weiß noch nicht, ob wir wirklich alle tun. Ich sehe hier eigentlich kaum, wo es lang geht. Ich sehe nur die Station hier unten und hoffe, dass ich nicht gleich von der Piste abkomme. So, ja, es kommt gut. So, machen wir doch diesmal direkt von hier außen ein Foto. Einfach nur weiß. Schaut auch irgendwie interessant aus, aber schon etwas unrealistisch, dass wir eine blaue Station aus der Distanz als weiß erkennen. Wie auch immer. Die ist, glaube ich, schon auf maximaler Geschwindigkeit. Ja, und die ist nach der Zeit vermutlich schon lange leer gefahren. Gucken wir an. Jetzt können wir dann hier schauen, ob wir eine Abschaltung kriegen. Ne, hier drüben ist die Steuerspannung. Die tun wir auf 1, dann hier auf Garagieren. Rückwärts dürfen wir nicht vergessen. Und wir müssen dann gut zählen. Wegen der Weiche schwenken. Rückwärts und hier passt. Die schalten wir auf Gegenstation umgesetzt. Ist die Weiche noch am Schwenken? Oder was? Irgendwas habe ich, glaube ich, vergessen. Ja, die ist eingeschwenkt. Hier müssen wir nichts tun. Natürlich Anwurf hier. Wieder mal zu sehr an die Connect gewöhnt. Die ist natürlich einiges einfacher. So, und ich höre es die ganze Zeit im Hintergrund. Das nervt mich. Der muss natürlich ausgeschaltet werden. Und wir nehmen uns direkt mal kurz hier nach vorne. So. Mit der nicht wieder ganzen Tank leer macht. Gut, wir haben pro Gleis 19 Stück
Also zählen wir mal. On when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'm a swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. So, hier fährt auch schon der letzte rein. Noch eine Zeitskalierung raus. Die Nummer 5 ist das. Schauen wir nachher gleich hinten, ob ich richtig gezählt habe. Glaube ich schon. Aber ja, schauen wir gleich. Hat der irgendwie rumgepackt gerade? Egal. Hier 0. Da lassen wir auf Auto. Hier 0. Weiche aus und. Hier drin tun wir vorwärts und aus. So, dann schauen wir hier noch kurz nach hinten. Wird schon stimmen. Ja, ja. Ja, die sind genau gleich weit. Und dann machen wir hier auch noch kurz ein Foto im Bahnhof. Hatte vorhin gerade so eine Idee. In der Garage. Ey, das schaut irgendwie komisch aus. Was von weiter unten. Oder von hinten vielleicht. Ja, ja. Machen wir mal so. Bisschen einen anderen Screenshot als immer nur von außen. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder in den Gear-Modus. Und haben wir hier die Tür zu? Ja, die haben wir zu. Also würde ich sagen, wir steigen hier rein. Und fahren damit mal nach oben zu unserer Garage, wo wir dann das wo wir den Pistenbully schnappen können. Und ich gehe jetzt bisschen zum Pistenrand, damit wir den Schildern folgen können. Wobei jetzt wird dann die Sicht eh gleich besser, wenn wir weiter oben sind. Sind wir noch im Tal, ist zu extrem. Genau, hoffen wir es, da wird es gleich besser. Ja, ich glaube, jetzt kommt dann gleich die Grenze. Ja. Ja, wie auch immer. Ja, hier wird's jetzt. Ja, da wird's besser. So ist der Nebel noch realistisch. Es darf ein bisschen mehr als das sein, aber so wie unten. Meiner Meinung nach einfach, ja, zu übertrieben und nicht mehr realistisch. Finde ich schade. Vielleicht wird der HR mal noch was machen. Richtige Sprungen. Ja, hier haben wir ja alles schon fertig gemacht. Und jetzt bei Gelegenheit tun wir die beiden gleich wieder auf. Nicht, dass wir es am nächsten Morgen vergessen, weil solange das Skigebiet geschlossen hat, ist ja egal, ob die Pisten geöffnet oder geschlossen sind. Die können ja eh nicht drauf, wenn das Skigebiet zu ist. Ja. So, gehen wir hier nach hinten und fahren hier runter. Ja, wir haben ja hier ein Prinot. Muss vielleicht erst noch das Tor öffnen. Tun wir hier die Garage für das Skidoo. Und was ich auch noch anmerken wollte, da gab es auch einen Kommentar. Schaut mal oben rechts. Wir haben extrem viel Kohle. Fast 2 Millionen. Können wir gleich das Skigebiet verkaufen und nichts mehr im Leben tun. Aber das hat den einfachen Grund, dass wir den Hubschrauber verkauft haben. Und der hat halt einfach so viel Geld gegeben. Und genau aus dem Grund werden wir am nächsten Tag dann auch investieren in diese Schlepplifte und vermutlich auch in den Vierer. Schreibt mir gerne, worin wir investieren sollen. Am nächsten Skitag dann, das dauert eh noch etwas, bis wir dann soweit sind. Ja, wollt immer C drücken für die Außenansicht, aber das ist ja hier anders. C, was ist C überhaupt? Ah, der Fräsen-Nachlauf. Heben wir an.
und das Schild. Ja, natürlich geht der Joystick wieder nicht. Schauen wir da kurz rein. Hoch, runter und manchmal geht einfach die Programmierung raus. Das ist wahnsinnig komisch. Ich weiß nicht, wieso das beim WRS so ist. Manchmal geht's, manchmal nicht. Muss ich einfach neu einprogrammieren. Ist echt komisch. Wie auch immer. So, tun wir die Fräse runter mit V und das Schild etwas runter. Gehen wir hier nach oben auf die Piste. Aber wie wir präparieren, werden wir nächstes Mal schauen. Für heute soll es das gewesen sein. Diese Folge ist wieder etwas kürzer als die letzte. Beim nächsten Mal präparieren wir dann. Genau, ich würde sagen, das wäre es jetzt gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt das sehr gerne mit dem Daumen nach oben. Und ein Abo freut mich auch immer sehr. Ja, wünsche ich jetzt noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.